Leute, ich wurde von einem 8-jährigen Jungen beleidigt und hops genommen. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Heutzutage hat keiner mehr Respekt. Ich wollte ganz normal ein YouTube-Video für euch aufnehmen und dann habe ich eine Gruppeneinladung bekommen. Und ich dachte mir so, ich join da einfach mal rein, weil ich wusste, das war der Fortnite-Trainer, den ich mir mal gekauft habe und der mein Geld einfach weggenommen hat, weil sich das Training einfach nicht gelohnt hat. Und ich wollte einfach mal hören, was er sagt. Und was er dann gesagt hat, Leute, werdet ihr gleich sehen. Ich will euch nicht zu viel spoilern. Schaut euch einfach das komplette Video an und bildet euch eure eigene Meinung. Yo, Leute, was geht? Was ist das denn jetzt? Wer hat mich eingeladen? Das ist doch dieser Trainer, der 8-jährige Trainer. Warte mal, warum hat er mich jetzt eingeladen? Ich gehe mal rein. Mal gucken, was der will. Hä? Was ist da denn los? Hey, hallo, kannst du mich hören, du kleiner Noob? Hallo, hallo, no skin, hallo, hallo. Hey, du musst mich jetzt nicht beleidigen, chill mal, was ist los, was willst du von mir? Pass auf, wir haben doch letztes Mal schon mal zusammen gespielt, weißt du noch? Ja, du hast mich ja trainiert, ich habe dich gekauft als Trainer. Genau, ja, du hast mich für 10.000 Euro gekauft, ich bin dein Pro-Trainer. Und heute werden wir zusammen eine Runde Fortnite spielen und der, der die meisten Kills hat, der hat gewonnen. Und am Ende werden wir noch ein 1 gegen 1 machen, denn ich bin der beste Fortnite. Warte mal, du als 8-Jähriger willst mich herausfordern. Ich bin immer noch 18 und nicht 8, du kleiner Fortnite-Noob. Du bist No-Skin, das heißt, du bist 0 Jahre alt. Das heißt, ich bin 18 Jahre alt. Wir machen schon eine kleine Wette daraus. Was gewinnt denn derjenige dann? Du musst mir dann die Windel wechseln. Nein, das macht ja meine Mama. Okay, dann machen wir um 10.000 V-Bucks, okay? 10.000, 10.000 V-Bucks! Das kannst du dir doch gar nicht leisten. Ich werde doch eh gewinnen, Mann. Doch. Ich kann mir das natürlich leisten. Ja, ich kann okay, deine ganze, ja. Ja, alles komm, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Dann ja, gehen wir jetzt sagen, in eine Runde. Wir gehen jetzt in eine Runde. Digga, sei nicht so frech. Ja, okay, lass in die Runde. Let's go. So, du kleiner Noob. Wir sind jetzt in der Runde, du Drecks-No-Skin. Wo wollen wir denn landen? Ich würde sagen, wir landen ein bisschen außerhalb, oder? Warte mal. Hast du mich gerade schon wieder beleidigt? Nein, du scheiß No-Skin, du. Warum bist du so frech, Mann? Chill doch mal jetzt. Okay, nein, ich mag keine No-Skins. Digga, wieso denn das? Weil No-Skins Kaka sind. Die No-Skins, die machen immer in die Wohnung und das ist Kaka. Ja, okay, alles gut. Du weißt, wir machen jetzt hier ein Kill-Duell, ne? Ja, wir machen ein Kill-Duell. Und ich werde die meisten Kills machen. Und dann bekomme ich am Ende von dir 10.000 Euro. Du meinst V-Bucks, nicht Euro. Nein, Euro. Wir haben gesagt Euro. Hast du schon vergessen? Oder willst du mich betrügen? Du bist ein Betrüger. Sagt der Richtige, dem ich schon Geld gegeben habe, um mich zu trainieren. Und dein Training war einfach so schlecht. Das hat sich null gelohnt. Wer ist hier der Betrüger? Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich habe meinen ersten Kill. No way. Du hast schon einen Kill? Ja, guck oben rechts. Und soll ich dir auch was sagen? Was denn? Mit den 10.000 Euro, die du mir fürs Training gegeben hast, weißt du, was ich damit gemacht habe? Was denn? Damit habe ich mir den Popo abgewischt. Kannst du dich mal benehmen und nicht sowas Komisches reden? Guck mal, soll ich dir was zeigen? Nein. Du bist ja noch... Es steht 1:1. Okay. Ich habe einen Kill und du hast einen Kill. Das ist dir bewusst. Ich werde trotzdem noch gewinnen. Aber guck mal, du bist ein No-Skin. Weißt du, ich habe einen richtigen OG-Tanz. Guck mal, hier, weißt du, ich zeig dir jetzt den OG-Loser-Tanz. Ja, genau, das ist das da. Guck mal, hier, den hast du nicht, ne? Ist richtig cool, oder? Guck mal, ja, genau. Das ist der Loser-Tanz. Ja, mein Skin, den ich habe, ist auch Renegade Vader von Lidl für 1 Euro mit meiner Mama gekauft. Weißt du, ist richtig gut. Warte. Hast du gerade gesagt, Renegade Raider von Lidl? Nein. Du meinst es jetzt wirklich ernst? Woher willst du überhaupt 10.000 V-Bucks bzw. 10.000 Euro herbekommen, falls ich gewinnen sollte? Ich ziehe mir die 10.000 Euro vom letzten Mal einfach wieder aus dem Popo. Okay, alles gut. Ist doch eine gute Idee, oder? Oder was meinst du? Ja, ja, lassen wir das Ganze, bitte. Alles gut. Ich gehe jetzt Kills farmen, weil ich werde das Ganze gewinnen. Dein Training war ja so krass, deswegen bin ich auch jetzt krass geworden. Ich weiß, und da musst du mir eigentlich musst du mir nochmal 10.000 Euro geben, weißt du? Weil mein Training war ja so gut, dass du ich würde es eigentlich nicht sagen, aber du bist ja jetzt wirklich ein Pro-Player. Aber du bist noch lang kein Pro wie ich, weil ich bin noch auf einer ganz anderen Liga als du. Da musst du doch irgendwie hinkommen. Aha, also ich sehe auf jeden Fall Gegner. Du erzählst hier irgendwelche Märchen. Nein, der wurde mir abgestaubt. No way, no way, no way. Nein, den da muss ich jetzt hin. Holen. Da muss ich hin. Du kleiner Bot.
Ja, nenn mich nicht so. Oh, ich habe einen, let's go. Nein. Ich habe schon mehr Kills als du, das ist dir bewusst. Und du sagst zu mir sowas wie scheiß No-Skin und so? Digga, nur weil du einen Skin hast. Du bist ein blöder No-Skin. Ich mag dich überhaupt nicht. Du bist so kleiner. Kleiner, hör mir zu. Nur weil du einen Skin. Digga, was für groß. Du musst erstmal im Stimmbruch kommen, okay? Und dann kannst du sagen, du bist groß. Checkst du das? Deine Mutter ist im Stimmbruch. Digga, jetzt bitte. Das hätte ich nicht sagen dürfen, oder? War das eine Also ein bisschen Respekt musst du haben, okay? Und du weißt, dass man... Hör mir mal zu. Du weißt, dass man seit neuestem den Sprachchat melden kann. Also es wird alles aufgenommen, was du da gerade sagst. Und ich könnte dich jetzt melden. Und Epic Games kann sich alles anhören, was du sagst. Nein, bitte nicht meinen Account. Bitte, ich hab da so viel Geld rein gemacht. Bitte nicht, das hat alles meine Mama bezahlt. Bitte, bitte, es tut mir alles so leid. Bitte, 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 bitte. Nein, ja, bitte ja, nicht okay. mehr. Sei ruhig, sei jetzt ruhig. Solange du dich an die Regeln hältst und nicht mehr beleidigst und so, mache ich nichts. Ja, du weißt Bescheid, ne? Also, falls du dich nicht benimmst, dann drücke ich einfach auf Melden. Ganz easy. Und ich habe schon den nächsten Gegner gespottet. Hast du nicht gesagt, dass du 18 bist? Warum weinst du dann die ganze Zeit? Weil ich 8 bin. Oh, der ist so low. No way, no way. Der hat sich eingebaut. Ja, du kannst es gerne aufmachen, dass ich ihn holen kann. Digga, der ist nochmal ein White Hit. Nein, den hole ich nicht. Let's go! Du bist so blöd. Ich mag dich nicht. Ich hasse Nose. Oh, nein, bitte nicht meinen Account. Bitte okay, nicht meinen Account. Ich melde dich. Alles gut bei dir? Hast du jetzt meinen Account weggemacht von Fortnite? Ich will Fortnite spielen. Hör auf, sonst melde ich alles von dir. Sonst melde ich dich und alles, was du hast. Und dann hast du gar nichts mehr, du blöder Mann. Ich mag dich nicht. Ich weiß nicht, wieso du die ganze Zeit beleidigen musst, aber ich ignoriere das jetzt einfach. Also du bist einer der Sorte, der sich cool findet, weil er jetzt einen Glow-Skin hat, einen Exklusiv-Skin. Ne? Du fühlst dich cool. Bleib jetzt sofort stehen und nimm die Hände hoch. Sonst muss ich dich abballern machen. Ja, genau, stimmt wirklich. Du kannst mich jetzt gar nicht mehr melden. Und... Was ist das überhaupt für ein Name, den du da hast? Kann es sein, dass du nicht lesen und nicht schreiben kannst und dann irgendwas eingetippt hast? Doch, mein Name ist Okay, ich hab's verstanden. Alles gut, ich hab's verstanden. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst und dass du mich gerade prankst. Ich werde das Geld eh nicht sehen. Ich nehme dich auch nicht ernst, weil du bist ein No-Skin und No-Skins brauche ich eh nicht ernst nehmen. Weil No-Skins sind kacker, richtig. Kannst du bitte weg von mir gehen? Kannst du mal ruhig sein und einfach weg von mir gehen? Ich will alleine die Kills farmen. Ich brauche deine Hilfe. Ich hau dich. Und warte mal, du willst, hör mir mal zu, du willst wirklich einen 1v1 gegen mich machen? Ein richtiges 1v1? Ja. Du gegen mich. Ich bin 1 gegen 1, ja, bin ich wirklich. Und du glaubst, dass ich schlecht bin, ne? Du denkst, nur weil ich No-Skin bin, bin ich schlecht. Ja, du bist richtiger Noob, wirklich. Du bist nicht Pro-Player, du bist Noob-Player. Und ich bin der Pro! Ich gebe dir mal einen Tipp. Nimm mal die Ballons, flieg ganz hoch in die Luft. Dann passiert was richtig Cooles. Welche Ballons? Ich nehme lieber das hier. Ja, okay, dann nimm das hier, aber dann nimm die Ballons. Die sind richtig gut. Vertrau mir einfach. Welche Ballons? Die sind da oben. Bist du lost? Ich hol sie dir, okay? Die sind richtig gut. Das ist das beste Item der Welt. Ich hol's dir, warte. Ja, bitte. Gib's mir unbedingt sofort. Ja, ich komm runter. Und jetzt komm nimm mal sofort. Die... Ja, ich bin doch schon da. Hab doch mal ein bisschen Geduld. Hier, nimm die Ballons und jetzt wähl die einfach aus. Was? Und jetzt musst du die aufpusten, genau. Ganz viele. Ja, und jetzt? So viel es geht. Los. Los. Oha. Genau. Nein, das ist gut. Guck mal, du kannst fliegen. Alle denken jetzt, du hackst, genau. Und jetzt mach mal alle weg. Alle wegmachen, dann fliegst du automatisch. Dann fliegst du komplett automatisch. Einfach wegmachen. So, was ist, wenn ich dich jetzt nicht mehr wiederbelebe? Wer macht dann die meisten Kills? Dann musst du, warte, genau, entschuldige dich und sag, dass No-Skins cool sind. No-Skins sind richtig cool, bitte hol mich hoch. Okay, ich hol dich hoch. Alles gut, ja, alles gut, brauchst du nicht heulen. Oh, danke. No-Skins sind scheiße.
Ja. Ach, vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Ich hab dich verackt. Ich hab dich verackt machen. Du willst dazu wirklich, dass ich dich melde? Okay, Pech. Dann. Nein, du meldest dann. Alles ja, dann, komplett. Dann konzentrier dich doch jetzt. Du lädst mich einfach ein. Ich komme in deine Lobby und dann machst du sowas. Also, hier, nimm jetzt mal das Medkit hier. Zack, heal dich mal hoch. Wow, ein Medikit. Digga, einfach 10.000 V-Bucks for free bekomme ich. Easy. Nein, bekommst du überhaupt nicht. Du brauchst gar nicht so lügen, du kleine Ackelocke. Ja. Hör auf zu beleidigen. Ich habe dir gerade gesagt, die ganze Zeit schon, dass das verboten ist. Allgemein. Es tut mir wirklich leid. Ja, dann hör doch jetzt auch mal auf. Du musst ein bisschen Respekt vor Älteren haben, weißt du? Das ist nicht korrekt so, was du da machst die ganze Zeit. Ja, ist ja auch egal jetzt. Jetzt, komm, wir müssen die Kills holen jetzt. Wir müssen Kills holen. Ja, wir müssen die Kills holen. Aber nicht wir, sondern ich. Deine Stimme hört sich so komisch an. Ist es wirklich deine Stimme? Ja, was soll denn das sonst sein, du kleiner Drecksnoob? Irgendwie, ich weiß nicht, deine Stimme, die hört sich... Ach, keine Ahnung, ich habe noch nie so eine Stimme gehört, die ist so... Die hört sich, ich weiß nicht, die hört sich irgendwie nicht echt an. Also, ich bin hoch in der Luft. Wo bist du denn? Und ich bin so cool, weil ich hoch in der Luft... Oh nein, wie komme ich jetzt wieder runter? Du musst die Ballons nach und nach kaputt machen und dann kommst du runter. Die Ballons, die platzen! Die Ballons, die platzen! Du bist... ja, komisch. Egal. Alles gut. Du verwirrst mich. Ach, egal. Warum darfst du um die Uhrzeit eigentlich noch zocken? Weil... Wir haben fast 0 Uhr und du lädst mich ein. Ja, Andrew, ich weiß nicht, wie ich das so erzählen soll, aber ich bin ja 18 Jahre alt. Und mit 18, weißt du, da darf man auch schon Erwachsenen-Cola trinken. Weißt du, das ist richtig Warte, cool. Was ist Erwachsenen-Cola? So, das ist diese Cola, wo draufsteht Erwachsen. Und mit 18 ist man ja kein Baby mehr, so wie du, dummer Kacker-Scheiß-No-Skin, du. Ja, ist okay, beruhig dich. Bitte nicht Account sperren, bitte nicht. Es tut mir leid, alles gut. Ich geh jetzt einfach. Ich hab keine Lust mehr. Ich geh jetzt einfach. Ja, geh endlich, du Scheiße. Du netter Noob. Du netter Pro. Du blöder. Nein, ich bleib extra da, weil ich das Kill-Duell eh gewinnen werde. Ich hab jetzt schon 3 Kills mehr als du. Beziehungsweise 4 Kills mehr als du. Und dann werde ich dich beim 1v1 auch so komplett zerstören. Glaub mir. Aber trotzdem bin ich dein Pro-Trainer. Ich bin Ach doch so, trotzdem dein warte Pro-Trainer. Mal. Das heißt, du weißt schon, dass du verlierst. Deswegen sagst du, trotzdem bist du mein Trainer, weil du weißt, dass du verlierst. Ich sage gar nichts ohne meinen Rechtsanwalt. Was für Rechtsanwalt, Mann? Ja, der verteidigt mich Wurdest, wurdest du immer. Eigentlich schon mal gemobbt von OG-Skins oder warum machst du das? Warum? Ich bin doch selber ein OG-Skin. Ich kann doch niemanden mobben. Hast du schon vergessen, ja, aber oder du bist was? So Hallo. Du bist so jung, irgendwo musst du das dir doch abgeguckt haben. Irgendwo. Es kann ja nicht einfach so kommen, sonst wäre es ja richtig ehrenlos. Ja, das hat mir meine Mama beigebracht. Die macht das auch immer. Ach so, deine Mama hat gesagt, dass du No-Skins mobben sollst? Ja, weil meine Mama, die arbeitet in einem Büro und die ist da die Chefin und die mobbt immer ihre Mitarbeiter. Warte mal, arbeitet die bei... Nein, das hätte ich nicht sagen dürfen. Arbeitet die bei Epic Games, oder was? Ja, genau. Und die mobbt immer Epic Games und so. Alles, weil die Chefin, weißt du, die kann alles machen. Warte, sie ist Chefin und mobbt Epic Games. Was hörst du dir überhaupt? Die kann nicht sperren. Ja, sperren. Du bist auch so sperren. Komm, wir gehen jetzt in Tilted Towers, denn ich kenne Tilted Towers in- und auswendig, obwohl ich noch nicht so lange zocke. Ich kenne auch auswendig, dass du gleich Kacker bist. Ja, okay. Du kannst auch irgendwie gar keine anderen Wörter sagen. Oh, da hat sogar jemand geriftet. Den hole ich mir jetzt. Aus der Luft. Oh, hier ist sogar ein Flugzeug. Da oben ist ein Flugzeug. Nein, bitte, das will ich haben. Bitte. Da ist jemand. Oh, der hat kein Schild mehr fast. Nochmal ein Hit. Oh, ich hab einen. Ich hab einen, der da oben ist, genockt. Alter, kannst du mal ruhig sein? Wir müssen da hochgehen, der ist genockt. Los. Das ist mir richtig egal. Wie ist es dir egal? Ja, warte, ich bin auf dem Weg.
Warte, ich hab ihn. Guck mal, weißt du, ich bin richtiger Pro-Trainer. Deswegen muss ich dir immer beibringen, wie man Fortnite spielt. Verstehe. Kannst du mir jetzt mal hier helfen? Nein, kann ich nicht. Warum soll ich dir helfen? Warte, ich hole ihn. Wow! Attacke! Du weißt doch nicht mal, wo der ist. Deine Stimme ist so an... Von wo hat er geschossen? Du bist so blöd. Du bist so blöd. Hab ich geschossen? Nee, das war... Wer hat denn geschossen? Wo ist er? Hey, hinter uns, da wo wir vorher waren. Wo ist er? Oh nein, ich wurde gesniped, hol mich. Hol mich. Los, hol mich. Ja, warte. Bitte. Ich muss kurz den Gegner holen. Ey, du wirst den doch niemals holen, Mann. Du bist white. Oh mein Gott, und du willst ein Trainer sein? Wie schlecht. Du hast geschummelt. Aber weißt du was? Weil du so ein Noob bist, machen wir jetzt das 1 gegen 1. Und dann wirst du schon sehen, wer der Bessere ist von uns beiden, du kleiner... Ja, okay. Wir werden sehen. Okay, und du willst jetzt wirklich ein 1 gegen 1 gegen mich? Ja, wir werden jetzt zusammen gegeneinander kämpfen. Wir machen bis 3. Rede nicht so viel. Wir machen bis 3. Und, Digga, du bist so lost, ne? Du bist so lost. Let's go. Was ist mit No-Skins? Was ist mit No-Skins? Ha? Was ist mit No-Skins? Ha? Nein. Oh mein Gott. Zack. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein, Mann. Okay, aber das hat noch gar nichts zu entscheiden. Okay, warte. Komm, stell dich jetzt hier wieder hin. Ich werde dich schon zeigen, mich besiegen. Du hast mich herausgefordert. Oh nein, ja, ich hab mich verbaut. No way. Ja, das hat gar nichts zu bedeuten. Das hat nichts zu bedeuten. Ja, komm. Editier doch. Ja, denkst auch, du hast mich eingebaut. Ach so. Ja, komm, greif mich doch an. Los. Ja, hopp. Kannst du auch mal schießen? Ja. Ach so, wo ist dein Aim? Du hast deine... Du hast dich ernsthaft auf Spitzhacke gewechselt, aus Versehen. Und du willst Trainer sein? Bitte lass mich gewinnen. Nein, ich gewinne natürlich von selber. So, los geht's. Digga, du weißt schon, dass es 2-0 steht. So, jetzt wirst du aber richtig immer geholt. Ja, jetzt wirst du richtig geholt. Ich werde geholt, sagst du? Ja, du wirst jetzt richtig Ich werde geholt. Wie sagt man? Du wirst jetzt richtig gescheatet, oder wie das heißt. Ach so. Ja, richtig du holst mich. Wirst du. Machst du ja. Gerade auf... Ach so, okay. Okay. Du holst mich jetzt? Digga, das ist doch nicht dein Ernst, dass du mich... Ich werde dich jetzt holen. Ich werde dich jetzt holen, du kleines Kacker. Ja, ich sehe schon, wie du mich holst. Es ist so spannend, aber ich werde gewinnen. Okay. Ach so, jetzt willst du einen auf Spider-Man machen, ein bisschen hochklettern oder was? Also ich sehe, dass dein Renegade Raider von Lidl echt nichts drauf hat. Du hast doch einen Skin, du bist doch viel, viel besser, du bist doch krass. Also ich sehe davon nichts. Nur groß reden kannst du. Nur klettern kannst du. Wie so ein kleiner Affe. Ich kann alles. Warum bist du eigentlich so gemein zu mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Digga, ich kann dich auf easy einfach pickaxen. Auf easy. Digga, du bist so schlecht, Alter. Du bist so schlecht. So schlecht. Und du willst mich challengen? Guck mal, du triffst mich ja nicht. Digga, wie schlecht kann man sein? So, wo bist du denn? Da bist du. So, ich muss nur rein. Zack. Ja, dann komm mal rein. Du bist so schlecht. Warte mal, du hast nur eine Runde gewonnen. Hallo, es steht 2-1. Du weißt, dass wenn ich jetzt gewinne, bekomme ich die 10.000 V-Bucks. Ja, aber heute ist ein Tag, da ist das 2-1 umgekehrt. Weißt du, das heißt, ich habe schon gewonnen. Laber mich nicht voll. Das heißt, ich habe halt schon gewonnen. Das heißt genau das, dass ich schon gewonnen habe. Ja, einmal so. Oh. So, kannst du auch zack. Was anderes außer dich hochbauen? Zack. Du bist so ein blöder No-Skin. So, weißt du was? Jetzt ich gib mir die V-Bucks. Ich geb dir gar nicht, du blöde No.
gib mir die V-Bucks. Gib und wir werden uns nie wiedersehen. Hallo, du hast es versprochen. Du hast es versprochen. Wir haben eine Wette gemacht. Wir werden uns nie wiedersehen. Ja, ja, ja. Wehe, du liest. Ey, wehe, du liest. Du bleibst, hallo. Du bleibst jetzt drin. Wehe, du liest. Du bleibst jetzt drin und gibst mir die V-Bucks. Los. Ich bin weg. Tschüss. Nein, du gehst. Nein, das kann nicht sein. Wehe. Hörst du mich noch? Bleib in der Gruppe. Hörst du mich noch? Der hat sich jetzt nicht ernsthaft gemutet, oder? Wehe, der verlässt jetzt die Gruppe. Nein, das kann er nicht machen. Der kann mich nicht hops nehmen, oder? Mama, ich werde jetzt aus dieser Gruppe gehen. Tschüss, du dummer Noob. Wir sehen uns nie wieder. Der geht. Hallo? Hallo? Ist der geht. Der ist draußen. Leute, was war das denn schon wieder? Leute, nimmt es auf jeden Fall nicht so ernst. Ist mir egal, ob ich die V-Bucks bekomme oder nicht. Aber der war schon frech, der Kleine. Digga, irgendwas kommt mir da sehr, sehr verdächtig vor. Richtig komisch, das Ganze. Was war das denn schon wieder?